und herzlich willkommen bei Flurfunk, dem Kontinental-Karriere-Podcast. Mein Name ist Carina und heute starten wir unsere erste Episode. Für die einen ist es Karriere- und Berufsberatung, für die anderen schlicht ein Podcast, in dem man mehr über Kontinental erfährt. Hier stellen wir euch die Menschen vor, die auf den Fluren von Kontinental anzutreffen sind. Wir zeigen euch, welche Jobs es gibt und wie unsere Arbeitswelt hinter den Kulissen tickt. Wir, das sind Carina und ich, bin Mina, und wir zwei sind eigentlich im Bereich Employer Branding unterwegs. Beide schon sehr lange Teil von Kontinental und wir werden euch in den weiteren Folgen begleiten. Mit uns gemeinsam leisten rund weltweit 193.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 58 Ländern jeden Tag ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens. Sie sind unsere ExpertInnen und haben nicht nur Erfahrungen und interessante Erlebnisse, sondern auch das nötige Fachwissen und jede Menge Tipps parat. Das teilen sie nun hörbar in Flurfunk, unser Motto dabei: authentisch, nahbar und unterhaltsam. Aber warum ausgerechnet der Name, Carina? Ja, das kann ich dir sagen. Entstanden ist es tatsächlich eher zufällig, beziehungsweise so mit einem Austausch mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen. Der Flurfunk ist ja einer der bekanntesten Kommunikationskanäle im Büro. Nirgendwo sonst verbreiten sich Neuigkeiten besser. In kürzester Zeit werden so Informationen weitergetragen. Und ja, in der Pandemie hat sich der Arbeitsalltag und die Kommunikation ja bekanntlich verändert. Und was hat uns am meisten gefehlt? Genau, der beiläufige Austausch auf den Fluren mit netten Gesprächen und tollen neuen Infos. Damit unsere Kolleginnen und Kolleginnen den Flurfunk jedoch nicht missen mussten, ist der Podcast mit selbigen Namen entstanden. Zunächst eben nur für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen intern, nun aber auch für euch und alle Kontinental-Interessierten da draußen. Und hier sind wir nun. Jeden Monat erscheint eine neue Episode, ob als Interview, Berichte und kurzweilige Erzählung. Wir haben interessante Menschen getroffen, die ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen werden. Genau, und diese Menschen sind es ja, die uns einen bunten Themenmix liefern, richtig, Mina? So bunt, wie eben die Kontinentalwelt eben auch ist. Und wir haben in jeder Episode neue Gäste und Stimmen dabei und bringen euch innovative Technologien näher. Wir erklären interne Prozesse oder teilen eben Einblicke in aktuelle Projekte und geben genauso gut Tipps und Tricks für den ganz normalen Berufsalltag oder rund um das Thema Karriere. Es sind Beiträge, die informieren, anspornen, zum Nachmachen, aber manchmal auch Nachdenken einladen oder halt eben bei denen man ganz einfach inspiriert wird. So, und Mina, erzähl doch jetzt einfach mal ganz konkret, was sind denn so ein paar Highlights, auf die man sich heute schon freuen kann und was können wir denn heute unseren Hörern schon mal so ein bisschen als kleinen Teaser vorab geben? Besonders spannend fand ich zum Beispiel die persönliche Geschichte von Sarah und Emil. Sie erklären, warum ein Coming-out im Job wichtig ist und wie es ihnen selbst gelungen ist. Besonders für Personen nämlich mit einer Transidentität kann am Arbeitsplatz eine Namensänderung ein entscheidender Faktor sein. Zum Beispiel, ob man jetzt die Frauen- oder Herrentoilette benutzt, ob man ein Bild auf dem Schreibtisch hat von seinem Partner oder beim Wochenendplausch nicht lügen muss. Ich fand es wirklich sehr inspirierend, spannend, um mit Ihnen darüber zu sprechen, was wir bei Kontinental schon tun, um inklusiv zu sein und worin wir auch als Unternehmen noch besser werden könnten. Also wirklich ungeschönt und mutig. So klingt es auf jeden Fall. Total interessant fand ich aber auch das Gespräch mit Isabel Hemsley. Sie wurde im Alter von 26 Jahren schon Fraktionsvorsitzende. Nebenbei ist sie auch noch Skilehrerin, Triathletin und unsere Kollegin für Transformation und Qualifizierung im Kontinental-Institut für Transformation. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie sie ihr Arbeitsalltag wuppt, wer wichtige Wegbegleiter sind, prägende Erfahrungen und wie sie sich Herausforderungen stellt. Carina, was war denn dein Highlight? Ja, ein tolles Thema, auf das ihr euch auch freuen könnt, ist das Gespräch mit dem Kollegen Harald Schirmer zum Thema Lernen. Lernen verbindet die meisten ja mit so Durchackern von Büchern, stupiden Auswendiglernen, harten Prüfungen und eventuell auch manchmal Versagen. Und also kein Wunder, dass man da irgendwie keine Lust mehr zu hat. Und Harald gibt uns hier aber auch Einblicke, warum es halt so wichtig ist und wie man das ganz gut auch in den Arbeitsalltag integrieren kann. Und das hat mich persönlich natürlich auch sehr zum Nachdenken angeregt. Und wir konnten gar nicht aufhören zu sprechen. Also seid gespannt, wir geben da viele Tipps und Tricks.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich freue mich auf die Folge, Karina. Und alle drei Geschichten und natürlich noch viel mehr gibt es von nun an jeden Monat zu hören auf Spotify, iTunes, Google Play und YouTube. Genau, und wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Like da, kommentiert, aber vor allem abonniert den Flurfunk, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ihr könnt natürlich auch gerne Fragen, Anmerkungen hier loswerden oder halt eben auch mal gerne ein Thema nennen, was euch besonders interessiert. Und wenn ihr euch auch für Karriere- und Einstiegsmöglichkeiten bei Continental interessiert, dann schaut bei uns auf www.continental-karriere.de vorbei. Genau. Und da warten dann noch mehr Stories, Infos und alles rund um das Thema Continental, Karriere und Co. Und natürlich auch über den Podcast. Und wenn ihr selbst mal Gast sein wollt, dann schreibt uns auch gerne unter karriere@conti.de. Und wir freuen uns dann auf euch und hört auf jeden Fall in die nächste Episode rein. Viel Spaß und bis bald. Euer Team von Flurfunk.